Seltsames erspäht der Walliser Simplonadler in seinen Wäldern. Hockt der Jungwart Schaffhausen in Simplondorf. Sie besprechen, was an diesem Tag geschehen soll. Der 18-jährige Manuel Geismann ist der Chef. Das Lager in Simplondorf ist von Schaffhausen aber ganz schön weit weg. Ja, es ist schon so, dass wir da relativ weit weg sind von daheim. Aber also ich muss sagen, da, mir gefällt es extrem. Ich finde es mega schön. Wir müssen halt schauen, wo man einen Lagerplatz findet. Das gibt es auch nicht mehr an jedem Ecke. Also, 3, 2, 1. Was sich anhört wie der Beginn einer Kavallerieattacke, ist das Zeichen, sich zu versammeln. Alle folgen dem Ruf. Auch seltsam schwarz gekleidete Herren. Wie Cut.ch erfahren hat, sind dies Ninjas. Attentäter aus dem fernen Japan. Im Wallis? Wir machen das immer so, dass wir alle Leute hocken zusammen und jeder bringt mal gerade, wenn ihm durch den Kopf geht, den Vorschlag. Dann wird halt abgestimmt und immer so nach Ausschlussverfahren. Da ist am Schluss vorig geblieben, da haben die meisten Willen. Ja, das ist eigentlich nicht wirklich ein tieferer Grund dahinter. Für Unterhaltung ist gesorgt. Keiner der Jungen weiß, was hier gleich passieren wird. Sport und die Höhenluft machen Hunger. Darum ist gutes Essen ausgesprochen wichtig. Hier ist man auf alles vorbereitet, auch auf religiöse Essensvorschriften. Währenddem sich die Gruppe noch aufwärmt, die Verfolgung der Mönche macht allen Riesenspaß. Während den Kampfhandlungen zwischen den Mönchen und den Ninjas geht die Arbeit in der Küche weiter. 25 Jungs müssen verpflegt werden. Alles läuft planmäßig. Das Essen kann gemütlich vor sich hin köcheln. Die Mönche bedanken sich für die nun doch noch freundschaftliche Aufnahme. Endlich essen! Vorher muss aber der Rest vom Frühstück noch aus dem Becher gekratzt werden, wenn diese Aktion hier richtig gedeutet wird. Heute gibt es Görlitzschnetzlitz, vegetarisch. Scharf oder nicht so scharf, je nach Geschmack. Gruppe Luft ist. Trotz schöner Landschaft und der Action werden die Leiter auch mit den Schicksalen ihrer Lagerteilnehmer konfrontiert. Der Junge in der Mitte ist Abdullahi, seit knapp einem Jahr in der Schweiz. Wir wollen wissen, woher er kommt. Von Afrika. Weiß er, wie sein Dorf heißt? Nein. Wir quälen den Jungen nicht länger und lassen uns lieber das Zelt zeigen, das er mit anderen Jungs teilt. Wie schon erwähnt, ist Abdullahi seit einem Jahr in der Schweiz. Achten Sie mal darauf, wie er das Chaos in diesem Zelt entschuldigt. Aber die räumen heute wieder alles auf. Das Tagesprogramm ist dicht und auch anstrengend. Jetzt wird noch Handball gespielt. Während alle sich auf ihr Spiel konzentrieren, bemerkt niemand, dass sich ein kleiner Junge leicht verletzt hat. Nur Abdullahi. Er ist sofort bei seinem Kumpel. Wie uns Manuel Geismann erzählte, ist er der Bub mit der höchsten Sozialkompetenz hier. Geh du schon mal.
So verlassen wir diese Welt der Ninjas und Mönche.